Es ist wieder soweit. Alle zwei Jahre grüßt das Murmeltier. Okay. Ich bin euch Hurensöhne leid, seh nur Hurensöhne seit ein paar Jahren und frage mich, wer für euch Hurensöhne schreibt. Rap wie Hurensöhne live, ob männlich oder weiblich, ändert für mich gar nichts daran, dass ihr Hurensöhne bleibt. Und richtet euren Ghostwritern aus, dass sie wie Hurensöhne rhyme. Den hätte ich fast vergessen. Ihr seid alles Hurensöhne für mich, ob männlich oder weiblich. Das nennt man Gleichberechtigung. Liebe Grüße an alle meine Ladies. Ihr wisst doch, dass ich ein Gentleman bin. Doch leider wird's genau jetzt toxisch maskulin. Denn ich werde euch heute daran erinnern, wie ein richtiger Mann rappt. Das habe ich ganz allein geschrieben, okay? 30 Jahre Krieg für ein Stück von diesem Kuchen. Noch einmal zu Beginn, eure Mütter bleiben Huren. Paparazzis vor der Tür in meinem Garten wie Freaks. Mr. CEO, wir hätten ein paar Fragen an Sie. Wie ist die Lage bei Ihnen nach ein paar Jahren in Berlin? Life is Pain ist Nummer 1 und alle blasen for free. Ist wie Milliarden verdient, denn ich war arm auf der Street. Und denk grad ernsthaft drüber nach, ob wir nach Malibu ziehen. Sag, ist der Rupert für dich tot, bist du gar nicht mehr in Essen? Alles Quatsch, Digga, ich würd meine Straßen nie vergessen. Hab mein Eigentum im Pott und mein Eigentum in West-Berlin. Pendel immer nur zwischen Family und Geschäftstermin. Was geht auf der Straße, gibt es immer noch Krieg, weil Größen aus der Unterwelt ihre Filme durchziehen. Die Scheiße wurde beendet, denn ich bin wirklich von hier. Ein Original 45er, wir sind nicht so wie ihr. Guck, mit den ersten 3 Millionen begann die Fitna in Essen. Doch die Wahrheit kommt immer raus, wenn sich die Richtigen treffen. Ich bin ein Held in meiner Stadt, sie kommen alle nach Berlin. Denn seitdem ich weg bin, gibt's nichts, was sie noch hält in meiner Stadt. Sag mal, stimmen die Gerüchte, dass die Kripo mit dir ist? Ich saß einmal bei den Bullen, doch war niemals vor Gericht. Musste damals ne Entscheidung treffen. Es ist wie Strategie beim Schach. Du kannst niemandem vertrauen in diesem Haifischbecken. Business as usual, wenn du eines Tages drüber stehst, testet dich die Street. Ich hab diese Phase überlebt, ohne auszusagen, ohne irgendwen für Schutz zu zahlen. Wie innerlich kaputt ich war, war für die meisten unsichtbar. Wie sieht's mit Rappern aus? Warum keine Disses mehr? Alles junge Pussys, bring mir irgendwas zum Ficken her. Jeder weiß, was für eine wacke Scheiße auf dem Markt ist. Doch keiner sagt es, denn untereinander macht man auf sympathisch. Nur rumgeblasen für bisschen Cloud bei irgendwem, der gar nichts auf dem Kasten hat. Dieses Land ist einfach ne Blamage. Wir verpassen Fake-Produkten, Hip-Hop-Credibility. Erzähl mir nichts, wenn du deinen ersten Part in einer Villa schriebst. Welcher Rapper da verdient? Digga, Spotify entscheidet. Und während ich das schreibe, macht mich Spotify noch reicher. Es ist paradoxe Scheiße, doch mein Rapper-Herz verblutet. Denn unsere große Liebe wird immer mehr zu einer Hure. Es sind Fake-Klicks für Fake-Artists, die auf der Stage dann beweisen, wie fake sie sind. Aber keiner in diesem Game sagt es. Eintags fliegen deren Hypes verfliegen nach 2-3 LPs. Rap ist für euch nur ein kurzer Urlaub am Pattaya Beach. Nur ein kurzer Ego-Push in der Real Society. Doch nur ein kleiner Peach hat Songs von euch in seiner Library. Reden von Gleichberechtigung. Aber wenn ich sage, dass die Scheiße rappen, meistens es sind Frauen, also zeig Respekt. Die Kleine will behandelt werden, als ob sie ein Mann wäre. Also fick ich sie für wacke Scheiße, als ob sie ein Mann wäre. Nein, wir haben noch keine Missy, keine Lil Kim oder Nicki. Doch sie wollen es unbedingt künstlich erzeugen wie Graffiti. Bringt mir alle eure Rapperinnen, glaubt mir, Ruhe, fickt sie. Und schickt sie alle nacheinander back in ihre City. Ich verneige mich vor keinem, was bringt Female Empowerment, wenn Typen im Hintergrund alles schreiben und entscheiden. Wen verarscht ihr mit der Scheiße, macht Rap zu eurer Geisel. Doch an jeder Zeile, die die Kleine spittet, hängt ein Preisschild ab. Respekt vor jeder Queen, aber Baby, keep it real. Ihr seid nette Pop-Produkte, aber wisst nichts vom MCen, das sind Facts. Mann, ihr macht doch alles selber, diese Tricks. Doch die meisten verkaufen mehr als die Hälfte ihrer Splits. Hier geht's nicht um meinen Geschmack, deshalb melde ich ihre Hits. Deutscher Rap ist eine Hure und ich melke diese Bitch. Sag, was geht bei deinem Label? Ein paar Leute sind gegangen. Sag mir, wer von diesen Leuten ist bis heute relevant? Nein, sie haben sich fürs Erfüllen ihrer Träume nie bedankt. Wussten gar nicht zu schätzen, ließen den Teufel an sich ran. Wollten die Euros für sich ganz alleine, schieben sich Komplexe, weil ein 1,69 Meter großer Typ ihr Chef ist. Aber checken das Geschäft nicht, jeder zweite Kackanacke macht auf Manager. Doch überschätzt sich dabei unermesslich, gönne jedem sein Weg. Sind die Verträge okay? Doch wir kommen gerade aus dem Minus raus und sie reden vom Gehen. Ich war im Herzen niemals abgefuckt, doch willst du mich verarschen? Fick ich dich mit demselben Schwanz, mit dem ich dich erschaffen hab. Weißt du schon, wie lang du dieses Label noch machst? Ist ne schwere Entscheidung, man gibt sein Baby nicht ab. Genieße gerade, wie mir jeder deutsche Major einen zackt. Obwohl ich jede Nacht merke, dass mich PA dafür hasst, yeah. Was ging privat, das SEK ist bei dir einmarschiert? Deine Ex gibt Gas, denn der Einsatz kam anscheinend von ihr. Spreng die Tür, 6 Uhr morgens, du wirst einfach rausgerissen. Besessen von Rache, wann wird mich diese Frau vergessen? Blieb immer ruhig, schrieb nach 7 Jahren einen deepen Song. Und anstatt drüber nachzudenken, hieß es nur, the beef is on. Posterei im Internet, gefangen in ihrem Spinnennetz. Weil sie mich seit Jahren mit der Liebe zu meinem Kind erpresst. Will die Kleine schützen, geh nicht weiter ins Detail. Doch bin so oft verzweifelt, weil keiner hört, wie ich schrei. Sag, wie hast du's nach der ganzen Zeit endgültig daraus geschafft? Ich wurde selber krank, aber Gott hat auf mich aufgepasst. Jedes Mal, wenn sie wollen, dass ich
ich alles verliere, macht mich das Schicksal zum Gewinner. Inshallah ist das so für immer, mein größter Verbündeter. War schon immer die Zeit, dreht sich das Spiel in unsere Richtung, gibt es nicht zu verzeihen. Man sagt sich, du wärst verliebt, machst im Internet auf Couple Goals. Warum seid ihr Hurensöhne, deshalb alle fassungslos? Jeder findet irgendwann die Liebe seines Lebens. Und wenn irgendeiner redet, durchsieb ich ihn als Nächsten. Sie denken, ich wär wie sie, möchten, dass ich ihr Klischee erfüll. Hagen, weil ich mit ihrem Typ Frau nicht gerne leben will. Mein Baby ist das Beste, was meiner Seele passieren konnte. Ich fick jeden Hurensohn, der meine Familie frontet. Wie sieht's politisch aus? Immer noch korrekt wie damals. Warum keine Statements mehr? Weiß noch, wann das letzte Mal war. Alles beim Alten, ich bin immer noch derselbe Mensch. Nur gibt es viel zu viele, die sich wünschen, dass die Welt verbrennt. Lügen sind im Umlauf, sie verbreiten es massenweise. Doch bei Konflikten stand ich schon immer auf der schwachen Seite. Bin Nelson Mandela, wenn ein Schwarzer zu Unrecht sitzt. Ahed Tamimi vor israelischen Polizist. Bin Oskar Schindler, wenn irgendwer gerne Juden tötet. Die meisten sind doppelmoralistische Hurensöhne. Bin jeder Syrer, dessen Heimat seit 15 Jahren brennt. Zwei Gesichter wie Harvey Dent. Lass mal bitte dein Argument machen auf solidarisch. Doch geben uns nicht denselben Wert. Ein weißer Mensch, der flüchtet, ist mehr als unsere Eltern wert. Mehr als unsere Kinder und mehr als unsere Geschwister wert. Ihr Hurensöhne habt aus der Geschichte einfach nichts gelernt. Aufgewachsen in den Scherben, sehen eurer Woken-Scheiße keine Relevanz, solange kleine Kinder sterben. Sie reden von Gendern, während Schlauchboote kentern. Das ist kein Whataboutism, es herrscht Krieg in unseren Ländern. Erzähl ein Mädchen aus Teheran vom westlichen Feminismus. Ihr habt First World Problems und schaut nur in eine Richtung, auch wenn Fresse halten besser ist. Ich halte meine Fresse nicht, selbst wenn ich der Letzte mit einer Message bin. Minderheiten werden zu Faschisten, kämpfen mit denselben Mitteln. Cancel Leute so wie Tiere, weil sie bisschen anders ticken. Manche Dinge noch nicht blicken, sind fanatisch und gerissen. Jeder von uns sollte jeden von euch Hurensöhnen ficken. Schluss mit Interview, bring den Rhythm wieder back. Ihr könnt alle gerne spielen, aber nicht mit meinem Geschäft. Wenn ich Bars schreibe, verkriecht ihr euch zitternd unter das Bett. Lasst mich eure Kugeln fressen, ich will wissen, wie das schmeckt. Werd immer weiter flown, Homie, ich jag auf ewig. Mein Pfad vergeht nicht, sah nur wenig Liebe, Verrat und Elend. Neustarten geht nicht, hardcore-mäßig an den Bars gewesen. Jeder Part Ästhetik, Mio Bar im Tresi. Private Helis und scharfe Ladies, alle Payments fürs ganze Label. Genius wie Archimedes, na wie geht's für jeden, der gerade redet. Die Bars erasen, Kugel, Hagel, Spray, Spit wie ne Vollautomatik. AK 120k für die Platin, Day-Day, the Mar, mein Playmate. Ja, mein Baby war die letzten 10 Jahre nur da fürs Label. But Mama, Waste G, mein Karma regelt. Ich plane täglich, träum vom Garten innen. Am Tag zersäg ich und abends bret ich. Underway, die Champion, bin hart im Nehmen und hab Bass für jeden Tag. Faded, Baby, Marketing, Brede für schwarze Seelen. Stapel meine Gagen, gerade wie Tetris, Fontane, Drehkicks. Noch nie da gewesen, ist hartes Training. Drop Kapitän, Shit, Mentalität ist Ali Day. Baby, mein Kram zerlegt dich, hier ist gar nichts basic. Der Flow, Pattern so asymmetrisch. Qualität ist unavailable in deiner Junkie-Playlist. Will mein Para ASAP, hab Texas Chainsaw Massacre, Fables, 100 Bars, Payback. Ein allerletztes Mal hartes Statements.